Genau, ihr seid hier im Comics Radio bei meiner Sendung Music After Day. Und jetzt geht's weiter mit Rolling in the Deep von Adele. Yo, das ComX ist eine Jugendfreizeiteinrichtung in kommunaler Trägerschaft. Wir hatten zu der damaligen Zeit eine Honorarkraft im Haus, der selber ein Internetradio betreibt. Und wir saßen dann im Büro mal zusammen, haben drüber gequatscht und Mensch, so ein Radio wäre ja klasse und lasst uns doch mal ein Radio machen. Und wir haben uns alle drei angeguckt und gesagt, ja klar, machen wir irgendwie. Parallel dazu gab es eine Ausschreibung von der Deutschen Telekom, von der Ich kann was Initiative, wo wir uns beworben hatten. Ja, wir haben irgendwann die Info bekommen, dass wir gewonnen haben, und zwar die höchste Fördersumme, die zur Verfügung gestellt wird. Das sind 15.000 Euro geworden. Mit dem Geld im Hintergrund und dann auch der Unterstützung vom Bezirksamt, also vom Stadtrat bis zum Amtsleiter, haben wir das umgesetzt. Von Anfang an hatten wir die Vorstellung, dass wir ein Radio machen wollen, was für Kinder und Jugendliche gedacht sein sollte. Hier sind Hörspiele entstanden, also 24 Stunden MV zum Beispiel, wo wirklich 24 Stunden am Tag eine Reportage gelaufen ist im Radio. Überall das, was im Märkischen Viertel passiert. Es sind Hörspiele für Kinder entstanden. Und natürlich jetzt der Schwerpunkt auf Musik. Also es gibt keine schlechte Musik, ja, und das versuchen wir auch zu vermitteln. Wir haben hier im Comics Radio eigentlich alle Positionen besetzt oder jedes Alter besetzt. Wir haben einen DJ Bambi, der ist Mitte 40. Wir haben Kollegen, die moderieren. Ich selber mache eine Sendung. Meine Kollegin, die Serap, macht eine zweistündige türkischsprachige Sendung. Wir haben Jugendliche und ich sage jetzt auch mal Kinder, die hier moderieren. Natürlich nicht alleine, sondern immer auch mit Unterstützung von ausgebildeten Fachleuten. Ja, ihr könnt uns hören unter www.comics-radio.de. Auf der linken Seite ist ein Player. Einfach Play drücken und Comics Radio hören. Also ich bin der Nico, ja, ich bin 14 Jahre alt, mache hier mit im Comics. Also ich bin dazu gekommen durch eine Geschichte, die vor 2 Jahren gelaufen ist, halt mit der WM. Und da wurde ich gefragt, ob ich hier Geschichten vorlese, afrikanische. Und da habe ich halt gemerkt, dass dieses Vorlesen, das war so, naja. Da habe ich gemerkt, dieses Moderieren, ich fand das einfach cool, so hier zu sitzen und ins Mikrofon dann zu sprechen und alle hören dich, alle hören zu, also die hören zuhören wollen. Und das hat mir einfach Spaß gemacht und da habe ich einfach weitergemacht. Dann habe ich halt angefangen mit einer Stunde, die ich alleine hatte, und da habe ich halt jetzt die Sendung Music After Day mit Paddy, die ich zusammen mache derzeit. Ja, also wir haben halt gesucht nach dem Namen und dann kam mir das halt so, in der Badewanne kam mir das dann halt so mit, also ich komme ja erst sehr spät von der Schule und mache das dann hier so nach 16 Uhr und dann dachte ich mir so, Musik nach dem Tag, Music After Day, passt eigentlich ganz gut und ja, dann wurde es unser Name. Also wir spielen halt Musik, neuere, aber auch, also Musik, die man hören kann halt, nicht zu altes. Und wir haben halt dann, also wöchentlich verschiedene Themen, neue Themen. Unser letztes Thema war, also da hatten wir hier ein Weihnachtsspecial. Und zwar waren da hier alle, hier die Radio machen überwiegend. Und da haben wir das Weihnachtsspecial gemacht und da haben wir halt über Weihnachten geredet. Die Leute konnten anrufen, uns erzählen, was sie zu Weihnachten geschenkt bekommen. Wir haben Quiz gemacht, ja. Also Highlights gab es viele, finde ich. Zum Beispiel, also ganz viele Interviews mit Oliver Strieze, dem Schauspieler, mit dem Chef von Hertha BSC, mit dem Chef von der Deutschen Telekom,
den ich auch interviewt habe. Für mich war auch ein Highlight, das war so mehr so als Belohnung für die Sachen, die wir hier gemacht haben. Und zwar waren wir auf einem Konzert von Kool Savas, das lief über KISS FM. Da waren wir auf so einer Liste eingetragen und da hatten wir dann am Ende auch noch ein Meet and Greet mit ihnen und das war auch, ja, sehr, ja, war Bombe. Comics mit KISS FM, vom Kisslauer runter bis ins Empfang. Wir reichen uns die Hände. Okay, ich represent mich erstmal selber, Gossenkünstler, Shadow One. Viertelartist Nummer 1 mit Kiss vereint im Comic-Sound. Prominente Mandagord, ich droppe den Sound mit Visavi. Hammer und Zirkel mit Becky und Easy, Top of 7 in Spiel. Sense, Mies, produktiv, Kiss-Kooperation.